Als ich klein war, habe ich die Bauten, die mein Vater gebaut hat, gezeichnet. Nachher habe ich Cowboys gezeichnet. Dann habe ich als Dekorateur alles gemalt und gezeichnet, was der Dekorateur von mir wollte, ins Schaufenster. Dann ging ich nach Paris und dort habe ich wieder von neuem angefangen. Ein kleines Stillleben und so kleine Radierungen. Und einfach, ja, ich konnte nichts anderes als zeichnen eigentlich. Ja? Alles andere war mir irgendwie nicht sehr geheuer. Hans Schweizer ist ein Kunstschaffender, der seit bald 6 Jahrzehnten fortwährend arbeitet, künstlerisch tätig ist, Radierungen gemacht hat, zeichnet und malt und dabei niemals aufhört, seine Umwelt präzise zu beobachten und Unstimmigkeiten Raum zu geben, aber auch Alltägliches aufs Papier und auf die Leinwand bringt. Also das stilistische Diktat, das hat sich aufgelöst. Das gibt es nicht mehr. Nein, es ist vorbei. Also so in den 60er, 70er noch haben sie gesagt, entweder er arbeitet figurativ oder nicht figurativ. Aber beides zusammen geht nicht. Alles ist jetzt, alles ist aufgelöst. Jeder macht, was er will. Und ich bin eigentlich nicht sehr variabel. Ich habe alles immer auf die... Also zweidimensional gemacht. Ich habe keine Filme gedreht, ich habe keine Environments gebaut, ich habe keine, weiß der Kuckuck, was noch alles gemacht. Ich habe immer nur auf die Fläche gemacht. Ja? Also meistens hatte ich eine bestimmte Sache vor mir, die habe ich kurz skizziert an Ort und Stelle und dann habe ich es im Atelier groß gemacht. Ja, groß, möglichst groß. Die Ausgangslage für die Ausstellung bildete ein Konvolut von Werken aus den 1980er Jahren, die noch nie gezeigt worden sind. Und zusammen mit dem Künstler legten wir den anderen Fokus auf aktuelle Arbeiten. Ausgehend von diesem zeitlichen Sprung 1980er und aktuelle Arbeiten zeigen wir hier erstmals alle Schaffensjahre des Künstlers.